Am liebsten gehe ich unter der Woche, früh am Morgen auf den See und dann ist man in der Regel ganz allein. Beim Fischen geht es mir nicht in erster Linie um den Fisch, sondern einfach etwas zu tun haben und in Ruhe auf dem See können meine Gedanken nachhängen. Schon als Kind bin ich im Wald Knöchel sammeln und habe sie nachher mit Draht zu irgendwelchen Figuren zusammengestellt, die dann im Minimum müssen das Maul aufmachen mussten. Als Goldschmied habe ich natürlich auch einen optimalen Beruf, um so kleine Manöckeli zu animieren. Als Bassist konnte ich mich hinter einem Sänger verstecken. Als ich dann selber habe singen, habe ich gemerkt, ich bin nicht sehr bühnentauglich. Darum habe ich den geschützten Rahmen um mich herum gebaut. Später ist dann an meine Freundin dazugestoßen, die zweite Stimme übernommen hat.